Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Okay, jetzt sind wir hier noch in der letzten Episode die Schaugin-Gruppe abgemurkst, auf die es mir hier in dem ganzen Gebiet ankam. Eben weil das hier, der Spiegelumhang, der Schadenszauber reflektiert, unglaublich wichtig ist. Und das ist, worum es mir in dem ganzen Gebiet von der Schaugin hier überhaupt geht. Das ist einer von den wichtigsten und besten Gegenständen im ganzen Spiel, muss man dazu sagen. Ja. Und Shaogin, die sind ja für uns absolut keine Herausforderung mehr. Die sind ja ziemlich fix, ziemlich schnell abgemurkst. Sag mir, was zu tun. Und bringen entsprechend auch sehr wenig Erfahrungspunkte, wenn man das auch mal so hinzufügen darf. Von daher, ja, Zauberschild. Kann er nie lernen? Oder schon alle gelernt? Na gut. Flitzen wir hier nochmal rum. Da geht's zu der Rebelle dann. Ja. Deswegen erst einmal das Gebiet hier auskundschaften. Ich bin dabei. So, da ist aber nix. Oh, da sind aber Schaugin. Da kommen sie ja schon, ihre Schweinegeräusche. Gut. Und die machen ziemlich lang. Gut. Das ging ja auch wieder relativ unspektakulär vom Starter. Koralla, klar, dass die das meistens als Edelsteine dabei haben. Untote kontrollieren. Das ist mal ein hochwertiger Zauber. Dann nix und wieder nix. Okay. Koralla geht durch. Sekolaszahn brauchen wir noch. Untote kontrollierenden Hämmer zwar, aber den können wir auf jeden Fall verkaufen. Da könnten wir uns noch. Oh, hi. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Korkan, hilf da mal kurz. Ich werde dich wenigstens gut bezahlen. Zwei Rebeller. Ja. Schön. Das ist Alter, und dieses so eklige Geräusch von der Nomen wieder. Ja. Wissend, dass das Böse ganz nah ist. Sag mir, was du ja, tust. Ist ja gut. Ich kann da Erregung irgendwie verstehen. Trotzdem finde ich es verstörend. Ich warte. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Weil du scheinst ja wohl irgendwo runter zu gehen. Na, seit du deine Stiefel in mir hast, bist du irgendwie ziemlich murksig drin. Nochmal, Herrgott, nochmal, was ist denn du verkehrt? Gibt's dann das? Versteckel dich mal hinter der großen Jungs. Doch, geht's auch nicht. Und wenn dich hinter... Oh, Mann. Geht ja also nicht. Ich werde unbedingt. Während ihr euch in diesem höllischen Raum umseht, schwappt eine Woge Übelkeit erregenden Gestanks über euch hinweg. In den blutigen stehenden Tümpeln liegen verrottende Leichen in allen möglichen Größen und Formen. Lecker! Was haben wir dann hier? Meereszombie-Fürst, Meereszombie, höherer Lakedon, noch ein Lakedon, Meereszombie, höherer Lakedon, dann Lakedon. Na gut, dann. Oh. 73 Schadenspunkte. Du wirst diese magische Existenz kommen, Sterblicher. Sei bereit. Anna. Okay. Edwin, das ist ein Job für dich. Schieß doch doch mal bitte einen Feuerball runter. So. Das eklige Vieh. Uiuiuiui. Der hat nochmal so eine Stinkewolke verbreitet mit seinem Tod. Da könnte man sagen, das war der letzte Furz. Wir rüsten uns jetzt erstmal alle mit einer Fernkampfwaffe aus, außer Viconia. Viconia, bitte erstmal noch hin. Und ihr jetzt bitte erstmal auf den hier. Okay. Anomen. Ich will jetzt aber das. Ah, nee, noch nicht. Keine Massenheilung mehr. Und du hast eine Massenheilung. Sehr schön.
Ausgezeichnet. Da können wir uns immer verstecken. Warte, bis du der Stinker Richtung Fort ist. So ist er. Alter, sind das eklige Viecher. Also allein schon die Geräusche sind so ein Kotzen von deinen Viecher. Und haben wir hier unten noch welche? Ja, tatsächlich. Da sind noch zwei Lakedonen oder Lacedonen übrig. Oh fuck. Der hat nicht so gut geklappt. Okay. Korgan, Anomen und Edwin. Jetzt kann ich euch wieder gebrauchen. So. Du flatterst nochmal kurz, was der hat. Der hat gewöhnliche Müll. Na? Hab ich irgendeinen Scheiß gedrückt. So. So, du hier. Du kannst den Trank nehmen. Der geht nochmal an Vikonia. Nee. Dann geht er in den nimmervolle Beutel. Genauso wie das Ding hier. Na, wo sind sie dann? Da sind sie, die Stinker. Sag mir, was zu tun ist. Und der hat eine Kristalle bei sich. Und jetzt noch der hier. Also die Geräusche sind echt furchtbar, vor allem so unglaublich laut. Man hat das so früher anscheinend irgendwie nicht so wirklich einstellen können, wie laut die Sounds sind. Deswegen waren die immer so furchtbar laut. Wenn ich da dran denke, beim alten Monkey Island, 1 und 2. Das ging ja alles über Desktop-Speaker. Und bei Monkey Island 2 zum Schluss, wenn man dann in dem Labyrinth drin ist und wartet, dass LeChuck attackiert und aufsucht. Und dann war man da in den Gänge unterwegs und dann kam LeChuck überraschend schon rein. Und das war in einer Mordslautstärke, dieses Oh Mann, ich bin da jedes Mal zusammengezuckt wie noch was. Nicht, weil LeChuck rum ist, sondern weil diese Musik so unglaublich laut losgerödelt hat. Das war echt heftig. Oh, schick sieht's hier aus. Geht's zum Red Lobster? Gehen wir nämlich mal da durch. Das sind wieder lauter Schweinemenschen. Und dann jagen wir nochmal hier den Korgan auf der Hals. Der kann mit seiner Fernkampfwaffe hier viel ausrichten. So. Ja, der hält ein bisschen mehr aus. Deswegen gibt er auch 3000 Erfahrungspunkte. Da ist nichts, was wir uns abholen können dazu. Aber schön gemacht ist es auf jeden Fall, muss es darauf. Ach ja. Schick. Schick, schick. Wie sieht's hier aus? Okay, Corgi, Schnapse da. Das wurde aber auch Zeit. Gerecht kann sich auf den hier stürzen und Korgan schnappt sich den. Gut. Die halten ein bisschen mehr aus. Deswegen schmeißt er mal auf den Druck. Die anderen können sich hier locker die Viecher hier vornehmen. Und Korgan kann in aller Ruhe erstmal die Kreatur an der Peripherie vernichten. Gut, der ist auch weg. Dann auf den. Und. Hämmer auch gleich. Ja, der ist kaputt und der ist kaputt. Sehr schön. Der hat nur ein Goldstückel bei sich, etwas erbärmlich, genauso wie der hier. Na gut, dann Korgan, nimm du das wieder zu dir. Und ihr andere, ja, die können wir leider nicht plündern, die sind außerhalb von unserer Reichweite. Da kommen wir dank der Kugelrei. Ihr habt die Kugel, Oberwäldler. Das bedeutet nur, dass der höchstheilige, die höchstheilige Zenithili sie euch geben haben kann. Der Häuptling. Sie hat uns in Nachricht über eure Absichten geschickt. Wir wollen ja zum höchst ehrenwerten Willi gebracht werden, der uns gedient hat. Ja, ich würd euch zu umbringen, Oberwäldler. Ja, ich würde ihn gern treffen. Sehr wohl, dann folgt mir dann. Es ist nicht weit von hier. Da ist er, der Willi. Das sieht aus wie der König. Es scheint, dass uns die Kreaturen der Oberwelt, von der wir schon so viel gehört haben, besuchen kommen. Sind es die, von denen euer Mutter gesprochen hat, Salinithil? Sie sind's, höchst ehrenwerter Willi. Die höchstheilige Zenithili war sehr genau mit ihrer Beschreibung. Ah, ich
denke nicht, dass die Beschreibung so genau hätte sein müsse. Als ob sich irgendjemand anders handeln könnte, hässlich wie die sind. Ihr Fleisch ist so bleich und schuppellos. Aber euer grausige Gestalt bedeutet mir nur wenig. Und nach der Blödsinn, dass euch angeblich Sekula geschickt hat, wie Sanitil und ihr Mutter so unerschütterlich glauben. Was aber eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass der verrückte Xil Tetokal euch Overweltwesen geschickt hat, um ein Herz zu holen. Er ist sich seines Sieges so gewiss, dass er die jetzige Zeitpunkt, dass jetzt der geeignete Zeitpunkt zum Zuschlagen ist. Mir hätte Herz, Overwelt-Halbling, ein Herz, mit dem ihr zu Xil Tetokal zurückkehre und es als Willis Ausgabe kennt. Die Ware von der Stadt der Höhle werden ohne es sei und wir kennen Zuschlagen. Greift keine Ware an. Xil Tetokal wird euch sonst euren Verrat bemerken. Warten auf den geeigneten Zeitpunkt, dann greift ihr den König und sein Baron an. Ja, ich werde euch so rasch wie möglich zur Hilfe eilen. Sobald Xil Tetokal und Telokasiel tot sind, werde ich den Thron der Stadt der Höhle besteigen. Der Verrückte wird endlich vernichtet sein. Und die Stadt der Höhle wird gerettet, wenn ihr verbanntes Blut wieder zurückkehrt. Ja, schon gut. Der Thron ist ja wichtig und sonst nix. Also, aber Wasserwesen, ich will mal davor ausgehen, dass ihr zu intelligente Überlegungen fähig seid. Stimmen die also dem Plan zu, oder müssen wir uns ein sinnloses Gemetzler geben? Bah, ein König hat unser vergoldetes Lösegeld angeboten und sowas. Naja, Sache ist uns egal, Jüngelcher. Wenn wir uns darum kümmern, werdet ihr uns dann mehr als der König bieten? Ha, ich lasse euch im Leben, ihr fürchterliche, flosseloses Ding. Ist euch das nicht gut genug? Höchst ehrenwerter Willi, wir versuchen die Kreaturen zur Zusammenarbeit zu bewegen. Wir brauchen ihr Hilfe. Bitte reizen so nicht. Sekulage wehrt jene die Macht, die sie sich nehmen. Und nicht jene, die sich auf die Unterstützung von Schwächlingen verlassen. Könnt ihr klar, dass sie von Sekula geschickt wurden? Aber ein Angriff ist ohne die leider unmöglich. Na, erlaub. Ich denke, Belohnung ist mal notwendig. Ich kann euch nichts geben, bevor ich einen Thron bestiege hab. Also die Sache ist die, wenn wir jetzt ihn einfach töten, da hat der Wahnsinnige weiter die Overhand und schippert over rum auf dem Wasser und attackiert einfach hilflose Schiffe. Wenn wir dem Prinz Willi jetzt zum Thron helfen, dann besteigt der Thron und führt Krieg gegen das Unterreich. Das kann uns over einfach nur nützen. Deswegen würde ich sagen, nicht, dann weigere ich mich Zeit, mir euer echtes Herz zu nehmen, Rebell. Sondern ich erkläre mich mit eurem Plan einverstanden. Ich wär mit eurem gefälschten Herz zum König zurückkehre. Weil der Typ, der ist gnadenlos hart, der wird einen guten Krieg führen und dann müssen wir over Wasser keine Angst mehr vor Schau gehen, aber. Vielleicht seid ihr ja doch intelligent genug für ein Mitglied der Overweltrasse. Nimm das Herz und bring's zu Xil Tetokal. Ich werde meine Streitkräfte versammeln und mich auf der Agri vorbereiten. Es ist die einzige Möglichkeit, unser Volk zu retten, Halbling. Ich bete darum, dass ihr wirklich das Geschöpf seid, was Sekula uns versprochen hat. Und dass wir alle erfolgreich sein werden. Okay. Jetzt haben wir das Ding dafür gekriegt. Alter, was ein ekliges Herz, ach. Das ist ein frisches Schaugin-Herz. Mit ein wenig Glück wird es der König für das Herz des Prinzen halten. Okay. Schön. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Gucken wir uns hier noch so ein bisschen um. War hier noch irgendwas? Nö. Hier konnten wir uns nichts noch angucken. Okay. Dann geht's dort hier wieder zurück zum Red Lobster. Und von dort aus dann wieder zum, zu der, naja, nennen wir es mal so freundlich, Stadt. Ich meine, das ist das Einzige, was einigermaßen Monumentalstruktur hat, neben dem hier. Ach, dieser Sekularschrein ist halt wirklich gerade besonders toll. Das scheint wohl noch von der Drow zu kommen. Genauso wie das hier. Naja, also so wirklich Monumentalbaute und so haben sie wohl nicht wirklich drauf. Also ihre Repräsentationskunst ist schon etwas, naja. Wenn man jetzt von einem Hummer und von einem großen Sekulage bis hier absieht. Königlicher Thronsaal, also das ist jetzt nämlich auch wirklich gerade so was Tolles. Ich denke mal halt immer bei solchen Dingen, obwohl bei der Priesterin könnte man auch nochmal vorbeigucken. Oh, oh, was ist denn da passiert? Hohe Priesterin des Königs Senitili stirbt und Hauptmann Ferlatis stirbt auch. Nicht so gut. Die waren eigentlich gut zu uns. Also die hat man offensichtlich abgemurkst, weil sie uns Käufe haben, beziehungsweise weil sie Rebelle sind. Das scheint wohl irgendwie rauskommen zu sein. Vermute ich jetzt mal.
Nicht so besonders knorke. Egal. Dann muss es halt ohne die gehen. Ganz einfach. So. Dann geht's dort hier. Ach ja, ach ja. Schön. Und dann warten wir, bis die durch sind. Und dann wird erst einmal eine Runde gespeichert. So, zack. Und so stark sind die jetzt auch nicht, also. Von daher. Ich kümmere mich drum. Okay, wie sieht's aus? Ist schon geschehen. Höchst ehrenwerter Xel, schlag mich tot. Ich bin dabei. Oh, mein Overwelt-Halbling ist wieder zu mir gekommen. Und habt ihr, ja, ich glaube, ich kann das Götterblut von einem Rebell riechen. Ihr habt's Herz bei euch. Ja, 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 ja. Ich wusste, dass der kommen wird. Ich wusste, mein Männerhämmer von eurer Rückkehrbericht. Und ich hab dann Sekola gefragt, ob es erledigt sei. Und er hat ja gesagt. Ja, dann lügt dich Sekola offensichtlich auch. Also habe ich dem Vater Hai ein paar frische Nächtlinge und eine Wache geopfert, um die übrige Wache aufgetragen, Feierlichkeit vorzubereiten. Es wird halt oben ein Fest gefeiert. Nicht, dass wir vorhätten, meinen kleinen Liebling zu verspeisen. Nee, nee. Ihr hattet auch nicht vor, meinen Liebling zu verspeisen, oder Baron? Nee, nee, ich hab das nicht geplant, erhabenster Exiltetokal. Lügner, ich habe euch rette gehört vorhin. Also seid ihr jetzt ein guter Baron und holen die Belohnung von meinem kleinen Halbling hier. Das ist wohl verdient, ja, das ist es. Hauptmann Al-Yitl. Al-Yitl. Höchsten Ehrenwerte, Alarm! Alarm, die Rebellen, der Prinz, sie haben sich in der Stadt der Höhle geschlichen und sie greifen an. Was? Ihr habt mich in der Gange, Halbling, das kann nicht sein. Ich habe euch gesagt, dass man eine Bestie aus der Oberwelt nicht trauen kann. Oh, halt die Gosch, Hello Cassiel, tötet sie einfach, tötet sie, ich will auch ihr Köpf auf meinem Teller. Okay, warum nicht? Dann schlachten wir ihn zuerst ab. Ich warte. Und Anomen und Vikonia dürfen sich um den, wo ist er dann, der Baron, das müsste das sein, dürfen sich um den ekligen Baron kümmern. Und Edwin jagt doch mal hier dem so magisches Geschoss in die Ohren. Uiuiui. Also, Abdel Adrian kriegt dann ordentlich auf die Gosch. Aber Xil Tetokal ist auch bald erledigt. So, der Baron ist schon mal tot. Der ist auch hinüber. Von dem gucke ich erstmal, was er hat. Schlüssel zum Shaogin-Schatz, falsches Rebellenherz, das braucht man nämlich, und ein Speer, der identifiziert werden muss. Okay. Speer plus 3 Aufspießer. Der Aufspießer ist von einer fühlbaren Aura der Magie umgeben, die eindeutig bösartig wirkt. Das liefert einen Hinweis darauf, warum die Waffe in der Vergangenheit ein beliebtes Werkzeug von mehreren mächtigen Ork-Häuptlingen war. Wenn der Speer auf ein Opfer trifft, beginnt die enorm starke Verzauberung des Speers zu wirken und drückt ihn mit solcher Wucht gegen das Opfer, dass es förmlich aufgespießt wird. 1W6 plus 13. Das ist schon ziemlich geil. Schlüssel zum Shaogin-Schatz. Der aufwendig verzierte Schlüssel öffnet die Tür zur Schatzkammer des Königs. Und der hat noch ein niedere Luftelementar beschwören mit dabei. Ist doch Luft, oder? Ja. Ich kenne doch mal Baldur's Gate. Okay, dann helfe ich jetzt nochmal Edwin. Uiuiui. Edwin, heil dich mal. Und geh mal eine Runde spazieren. Anomen, hilf ihm doch mal. Ihr beide macht dennoch fertig. Und jetzt kommt noch der Prinz mit dazu. Ups, Edwin, weg mit dir. Der hat nichts bei sich. Baron hat ja eigentlich auch nur Scheiß bei sich gehabt. Und der Hauptmann hat noch einen Ring und ein Feuerschild bei sich. Feuerschild blau, oder? Ja. Genau. Ja, ich kenne mich so mittlerweile aus in meinem Spiel. So, dann geht noch das und das an Korgan, weil das Ding brauche ich nicht. Und auch Spießer können wir auch noch nicht gebrauchen. Sehr schön. Dann war's das. Und? Ah ja, jetzt bin ich der König der Stadt der Kavernen. Der verrückte Tyrann ist tot und wir alle sind froh, ihn los zu sein. Möge Sekola für alle Ewigkeit an seine Knochen nagen. Ihr habt unserem Volk einen großen Dienst erwiesen, Halbling. Vielleicht größer, als ihr wissen könnt.
Wenn Ixil Tetokal tot ist, können wir die Verbande wieder in die Stadt der Höhle zurückkehren, Losser. Wo unser Volk einst schwach war, kann's jetzt wieder erstarken. Das ist unser Ziel, müsst ihr wissen, die Kaulquappen zu erlauben, dass sie wieder ihre dominante Rolle in der Welt annehmen. Idiot, Sekula hätte ihnen ein Gehirn geben sollen. Ach, nicht schlecht. Ihr Blut wird sich wieder mit dem Alter vermischen. Und nur gemeinsam können wir unsere Stadt vor der Voranschreite der Elitide und Drow schützen. Ixil Tetokal war zu wirkköpfig, um zu erkennen, was er da hat. So ist die Stadt der Höhle gerettet. Die Prophezeiung ist erfüllt. Noch nicht ganz in der Weise, wie sich der bleiche Aal gedacht hat, hm? Wir sind euch zu Dank verpflichtet, Halbling. Wir sind mit eurer Spezies nicht vertraut, aber ihr seid bei uns willkommen. Und ihr habt mehr getan, als um was wir euch gebeten hätten. Ihr habt die wichtigste Rolle in der Schlacht gespielt. Deswegen sollt ihr als Erster von der Früchte des Sieges profitieren. Nehmt den Schlüssel zur Schatzkammer von Ixil Tetokals Leichnam, geht oder mit in die Schatzkammer der Stadt und nehmt, was euch beliebt. Ich bin heute in großzügiger Stimmung. Um ins Unerreich zu gelangen, benötigt ihr das magische Seil von der Leiche des Königs. Verwendet es, um in die Grube hinabzuklettern, die in meinem ehemaligen Thronsaal liegt. Müde nutze ich niemand etwas. Sehr schön. Jetzt machen wir hier erstmal auf. Und Gegenstand haben wir noch gewonnen. Das ist genau dasselbe. Also das habe ich schon mal gekriegt. Den zweiten können wir fortschmeißen. Dann haben wir hier noch magisches Seil. Mit Hilfe des magischen Seils kann der Anwender beliebig weit nach oben oder unten klettern. Das Seil verlängert sich automatisch auf die richtige Länge und bewahrt dabei seine Stärke. Durch das Loch, das von den Shaogin bewacht wird, kann man sich damit bis ins Unterreich abseilen. Gut. Und hier haben wir auch noch das magische Seil drin und hier haben wir noch ein bisschen Flitterkram. Notizen des Shaogin-Schreibers. Diese Schriftrolle ist anscheinend über eine Sammlung von Erzählungen über große Kriege der Shaogin. Es werden sowohl geplante Offensiven gegen Küstenbewohner entlang der ganzen Schwertküste, als auch Geschichte von Überfällen in der Vergangenheit beschrieben. Die Shaogin scheinen eine sehr kriegerische Rasse zu sein, die ständig groß angelegte Invasionen der Küsten plant, aber diese niemals wie geplant durchzieht, weil es in ihren Reihen ständig zu internen Auseinandersetzungen kommt. Die Ereignisse, die sich in dieser Ansiedlung vor euren Augen abgespielt haben, scheinen diese These zu unterstützen. Entschuldigung. Eine interessante Erkenntnis über die Eigenheiten der Shaogin-Kultur. Nehmen wir mal mit. Und hier immer noch Schutz vor den Elementen. Das ist auch nicht verkehrt, ein Grazilbezauber. Und ein Zepter der herrschaftlichen Macht. Dieses Zepter ist auch unter dem Namen Zorn der drei Könige bekannt, wobei es aber geschichtlich gesehen nicht mit irgendeinem bestimmten König in Verbindung gebracht wird. Es wurde vermutlich 1090 TZ gefertigt und bei der Knochenschlacht eingesetzt, allerdings ist unklar auf welcher Seite, da man es nach einem großen Gemetzel mitten unter den Toten fand. Es verfügt über drei Knöpfe, mit denen seine Magie aktiviert wird. Der erste Knopf verwandelt es in einen furchterregenden magischen Streitkolben, der zweite Knopf in eine hypnotisierende Flammenklinge und der dritte Knopf in einen gezackten Speer. Nur Krieger können diese exotischen Waffen richtig nutzen. Das kann sich ja jederzeit zurückverwandeln. Streitkolben plus 2, das ist Quatsch. Flammendes Langschwert plus 1. Ja, doof, wenn es kein Rettungswurf besteht, für 4 Runde Furcht. Doof für 5 Runde Festhalte. Und doof dann nochmal Rettungswurf, sonst 2W4 Schaden durch Magie. Und Speer plus 3. Okay, das ist an sich 8 Käse. Das können wir 8 Dural packen und verkaufen. Und dann können wir die Leute nochmal aufsteigen lassen. Denn Korgan ist jetzt auf Stufe 18. Das ist ziemlich geil. ETB 0 reduziert um 1. 3 Trefferpunkte, Waffefertigkeit und Sagenkunde. Okay, Kriegshammer ist jetzt bei ihm genauso gut wie die Axt. Das ist schon mal sehr gut. Vikonia. Diverse Rettungswürfe, ETW 0 um 2 reduziert. Dann noch Priesterzauber 1 und 2 jeweils Enner. 2 zusätzliche Trefferpunkte. Das ist etwas ranzig. Machen wir hier Desto und... Ja, komm. Ist ja an sich echt Quatsch, was wir noch reinmachen. Also 1 und 2, das hat es jetzt halt wirklich gebraucht, oder für das er jetzt Stufe 19 ist. Das ist schon etwas Panne. Okay. Wir sollten uns auf jeden Fall auch ausruhen. Dass wir anhalten und Rast der Rede wird. Okay. Wie lange wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Ich meine, wir rasten jetzt. Ja, das machen wir auch gleich, aber erst, wenn wir im Unerreich sind. Ich verlange, dass wir Halt machen. Unsere Tage waren nie derart lang, selbst als ich noch Soldaten des Ordens führte.
Alter. Sind das alles Pinzer hier? Ich will halt so wenig wie möglich schlafen, damit ich irgendwie noch die Diebesgilde noch verwalten kann. Weil wenn das zu lang geht, ist schon blöd. Wenn die Leute nicht schnell genug wieder zurückkommen zur Diebesgilde, tja, dann habe ich halt richtig geschissen. Und es, ja, dann wäre ich halt meines Kommandos enthoben. Es ist halt leider so. Deswegen, ich petze so viel durch wie möglich. Aber wenn jetzt wirklich alle müde sind, ist nicht so gut. Ostern, wenn der Tag vorbei ist, ist der Tag vorbei. Ich will mich ausruhen. Basta. Okay. Sag mir, was zu tun ist. Gut, dann werden nochmal alle geheilt. Dann gehen wir nochmal hier runter. Und dann geht's frisch ins Unterreich. Ich glaube, das kriegen wir heute auf jeden Fall noch hier. So. Lass mal einfach nochmal ins... Obwohl, ich finde eigentlich, man kann auch ein bisschen früher aufhören. Die 2-3 Minuten jetzt, die machen den Bock jetzt auch nicht fett, finde ich. Von daher würde ich ja gerade sagen, dass wir hier einen schönen Cut machen. Wir ruhen uns jetzt hier nochmal aus. Dann sind alle auch wieder frisch und auf dem Damm. Und dann können wir in der nächsten Episode ins Unterreich reinklettern. Das wäre doch perfekt. So, zwecks Lebenskraftentzug oder ähnlichem mag ich jetzt gerade mal gucken, ob jeder alle Zauber drin hat oder ob irgendwo Lücke drin sind. Nee, alles perfekt. Vikonia, du hast auch überall dein Zauber. Sehr schön. Anomen möchte ich auch. Aha, da haben wir noch eine Lücke drin. Da kann man immer mittelschwere Wunden heilen mit 3. Und da haben wir auch noch eine Lücke drin. Da kann noch einmal. Massenheilung mit 3. Oh ja, ach. Da können wir dann noch einmal. Was wählen wir dann hier nochmal? Wählen wir doch nochmal einen Strahl des Ruhms. Der kann nicht schaden. Okay, war ja nochmal gut, dass ich geguckt habe. Alles klar, dann wird jetzt gepennt. Oh, es gibt einen Traum. Jetzt, nachdem die Seele weg ist, gibt es anscheinend auch wieder Traumsequenzen. Ihr kam zu spät. Sagte ich euch nicht, dass ihr zu spät kommen würdet? Ihr werdet lernen, mir zu vertrauen. Fürchtet euch nicht. Ihr seid hier sicher, wenn ihr euch benehmt. Ich werde euch zeigen, was die Leere füllt. Was jetzt frei ist. Ihr seid eine Limone. Sie hat gesagt, sie hätte keine solche Träume gehabt. Ich lauere hinter eurer Seele, im Innersten eures Seins. Ich bin das Einzige, was übrig bleibt, wenn Verstand und Vernunft fort sind. Ich werde euch zeigen, was ihr sein könnt, was ihr tun könnt, wenn ihr nur zulasst, dass ihr das werdet, was ihr seid. Ich kann euch das alles zeigen, weil ich in euch bin. Ich bin das, was die Leere füllt. Ich bin ihr. Ihr habt es so gemacht. Mhm. Das Schlechte wieder, die Form von Baal, so ein Avatar von Baal. Interessant. Ihr werdet ein Geschenk erhalten. Es ist wertvoll und ihr solltet es besser zu schätzen wissen. Macht ihr euch vielleicht um eure Kameraden Sorgen? Lasst sie laufen, verlasst sie und werdet das, was ihr werden müsst. Euer Erbe enthält eine große Macht. Benutzt sie und ihr werdet dem näher kommen, was ihr seid. Was ihr sein könntet. Spürt, was in der Leere ist. Benutzt die Mittel, die euch gegeben sind. Werdet Teil von etwas Größerem. Ich bin ihr. Und ich weiß, was am besten ist. Jedes Mal, wenn ihr es benutzt. Jedes Mal, wenn ihr es akzeptiert. Kommt ihr dem Bösen im Innern ein wenig näher. Vielleicht werdet ihr euch am Ende selbst verlieren. Aber ihr werdet großzügiger belohnt werden, als ihr euch vorstellen könnt. Doch was zählt schon eine Ewigkeit des Nichts, wenn man alle, die einem im Wege stehen, ebenso schnell vernichten kann, wie einem das Zählen leicht fällt. Schaut her. 1. Das war dann Sarevok. 2. Oder? Ja, Sarevok. Das ist dann... Das ist Bodhi. 3. Oder? Ja, das war Bodhi. Und Irenikus. 4. Und Imone. 5. Und er selbst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt haben wir doch noch die volle Länge. Sogar ein bisschen mehr kriegt wahrscheinlich.
Abdel Adrian kann sich nun in den Schlechter verwandeln, wann immer er will. Und immer wenn ich das Schlechter, wenn ich mich in das Schlechter verwandle hier, dann kriege ich auch immer einen Rufpunktabzug. Das heißt, falls unser Rufmol so hoch ist, kann ich mich einfach in das Schlechter verwandeln und dann gibt es wieder einen Rufpunktabzug. Aber der ist nur für Notfälle gedacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt auch morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Armen, wo es dann ins Unerreich geht. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.